Wenn man sich noch mit der Aufgabe 19 hier beschäftigen möchte zum Thema Filterung, dann stellen wir fest, hier soll ein Tiefpassfilter entwickelt werden, der soll eine gewisse Grenzfrequenz haben, eine Dämpfung von 60, mindestens 60 dB bei eben 10 Kilohertz. Das sind wahrscheinlich dann eben Oberwellen, Oberschwingungen von diesem Thyristor, die man wegdämpfen will. Wie bei so energietechnischen Sachen ist die Quellimpedanz relativ klein und die Lastimpedanz vergleichsweise groß. Ich würde mal sagen, zumindest jetzt wo bei den 10 Kilohertz. Ja, weil man zum Beispiel sagen könnte, wenn ich jetzt mit dem Thyristor einen Motor betreibe, ja, der Motor hat induktives Verhalten, Omega L, J Omega L, dann ist bei ein paar Kilohertz hat der schon dann eine relativ große Impedanz. So, Gleichspannungsverstärkung soll 1 sein und man soll einen Butterworth-Filter verwenden. So, und jetzt kann man sich im Prinzip für diese erste Aufgabe überlegen, wenn ich jetzt hier diese Ordnung rausbekommen will, ja, dann rechne ich mal aus, also meine Grenzfrequenz sind 20 Hertz. Ja, wenn ich eine Frequenz habe von 10 Kilohertz, also wenn ich, wir können das jetzt mit diesen 20 dB, 40 dB, so 60 dB pro Dekade machen. Also, ich schreibe mir hier oben irgendwie hin, 10 mal F-Grenzfrequenz, das wären ja 2 Kilohertz. Und 100 mal F-Grenzfrequenz wären 20 Kilohertz. Und die 10 Kilohertz, die liegen jetzt natürlich irgendwo dazwischen. So, wenn ich jetzt ein Filter erster Ordnung hätte, ja, dann hätte der ja hier bei der Frequenz jetzt irgendwie 20 dB und bei dem 40. Das wäre auf jeden Fall zu wenig. So. Und jetzt kann ich gucken, der Filter zweiter Ordnung, der hätte hier 40 dB und hätte hier hinten schon 80 dB. Da kann ich Glück haben und ich habe auch Glück, dass dann ja, bei der Hälfte von der Frequenz, Hälfte in dB sind sozusagen Faktor 2 ist 6. Ja, also wenn ich die Frequenz halbiere, dann verliere ich ja nur 6 dB. Also der hätte bei 10 Kilohertz, wenn ich die noch irgendwo da hier zwischenschreibe, sollte der eigentlich irgendwie 34 dB haben und der sollte 74 dB haben. Ja. So, und das heißt, den brauchen wir. Also der hilft uns nichts, aber der ist gut. Zweite Ordnung ist gut. So. Also, wenn wir zweite Ordnung haben, brauchen wir auch wieder zwei Schaltelemente. Und das heißt, bei Aufgabenteil C kann man sich jetzt überlegen, nee, bei Aufgabenteil B. Also, ich brauche ein L und ich brauche ein C. So, und jetzt gibt es ja im Prinzip verschiedene Möglichkeiten, das zu bauen. Also, ich mal meine Quelle hin mit der Quellimpedanz. Das sollte ZG sein. Ja, und hier muss jetzt irgendwo mein Filter angeschlossen werden. Und hier hinten habe ich meine Lastimpedanz ZL. So, und ZG ist relativ klein, ZL ist relativ groß. Und hier zwischen muss jetzt irgendwie mein Filter. So, und jetzt sagt uns unsere Rechnung hier oben, wir brauchen einen Filter zweiter Ordnung, wir brauchen zwei Filterelemente. Und jetzt könnte ich natürlich, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, das zu bauen. Also ich kann den Filter so bauen,
dass ich sage, hier ist die Induktivität und hier hinten ist die Kapazität. Und ich mache mal in, weiß nicht, in Grau nochmal so eine andere Filtervariante darunter. Hoffen mal, dass die dann nicht von meinem Kamerabild noch nicht verdeckt ist. Ich könnte das natürlich auch andersrum bauen und könnte sagen, ich nehme zuerst die Kapazität, ja, und dann die Induktivität zum Ausgang des Filters. Ja, die Reihenfolge ist ja nicht Gott gegeben. So, also ich könnte den Filter auch so rum aufbauen. Warum ist jetzt die obere Variante besser und die untere Variante nicht so wahnsinnig gut geeignet, diesen Filter aufzubauen? Und also, ja, letztendlich müsste man das, wenn man jetzt wollte, das dann auch mal in 80 Spice mal schlussendlich simulieren, um das so herauszufinden. Das wäre eine praktische Hausaufgabe. Also, ich habe ja hier eine relativ kleine Quellimpedanz und wenn ich filtern will, muss ich jetzt zu der kleinen Quellimpedanz irgendwie was in Reihe schalten, was groß ist und was eben wirkt. Ja, und das ist hier oben eben die Induktivität. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier was Kleines und jetzt packe ich zu dem Kleinen noch was Kleines praktisch parallel, dann bringt das nicht so wahnsinnig viel an der Stelle. Ja, einfach weil der Unterschied nicht so groß ist. Also hier habe ich was Kleines und im Kleinen packe ich was Großes in Reihe, dann hat das einen großen Einfluss. Hier habe ich was Kleines, ich packe zu dem Kleinen noch was Kleines parallel. Ja klar, wird hier ein bisschen Strom abgeleitet, aber so viel bringt das eben nicht. Und genauso, wenn die Lastimpedanz hinten vergleichsweise groß ist, ich packe jetzt zu dem Großen noch was Großes in Reihe, bringt das auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich zu der großen Lastimpedanz aber was Kleines parallel schalte, dann bringt das viel, weil das wieder viel Unterschied hat. Ja? So, und also das heißt, diese Anordnung hier ist jetzt die bessere Anordnung, die hier ist nicht so gut. Ja? So, und beim letzten Aufgabenteil D berechnen Sie die Werte der Filterelemente. Ja, also hier müsste ich jetzt... Genau, also hier müsste ich jetzt letztendlich ins Skript schauen. Da gibt es ja so eine Formel für den Tiefpass. Genau, ich klicke mal auf Abbrechen, klicke mal auf Vorlesungsmaterial. Ich glaube, dass ich ja hier letztes Mal mal irgendwann eine neue Version der Folien hochgeladen habe. Und dieses Fensterchen hier gefällt mir nicht so. Ich mache die mal in einem neuen Tab noch auf. Und da gibt es dann ja hier irgendwo, gibt es keine Filterung, gibt es nur Kabelschirme. Dann muss ich mal kurz in den englischsprachigen Kurs reingucken, da gibt es das nämlich auf jeden Fall. Und switch mal hier auch erstmal so um, dass ich in Anführungszeichen nur Student, Studentin bin. Und dann gibt es hier die Lecture Slides. Und da müsste jetzt auf jeden Fall was zum Thema Filterung drin sein. Nämlich hier. So, und da sind alle möglichen Filter. Und hier ist auch so die Analyse mit den Transferfunktionen. Und hier findet man zum Beispiel auch schon mal einen Butterworth-Filter und da sieht man, dieser Butterworth-Filter, der hat genau, also der hat so einen relativ guten, scharfen Knick, ja, und auch einen schnellen Wechsel in der Phase, der ist nicht ganz so weich wie dieser Bessel-Filter, hat aber auch noch nicht so ein Überschwingen wie dieser Chebyshev-Filter. So, und hier ist jetzt genau das diskutiert, wenn wir eine kleine Quellimpedanz und eine hohe Lastimpedanz haben, dann brauchen wir eben
idealerweise diese Anordnung hier der Filterelemente. Und der Butterworth-Filter hat eben dieses Frequenzverhalten. Also müsste man jetzt diese Formel sich hier irgendwo nehmen. Und die hier reinpacken. Und sich dann überlegen, also n wäre jetzt eben 2 an der Stelle. Ja, und was müsste ich mit dem Omega machen? Und dann gibt es hier eben Formeln mit diesen Polynomen. Und eigentlich könnten wir jetzt direkt hier reingucken und könnten eben das Polynom hier zur zweiten Ordnung nehmen. Und würden das dann hinschreiben. Also packe ich hier auch nochmal mit hin. So, und letztendlich würde man jetzt aber trotzdem so ziemlich das Gleiche machen wie in der Aufgabe vorher. Also wir würden uns hier eine Übertragungsfunktion hinschreiben, wieder mit einem Spannungsteiler. Und in dem Spannungsteiler würden wir jetzt auch, die Quellimpedanz brauchen wir eigentlich nicht so richtig berücksichtigen, weil wir erst ab hier den Spannungsteiler anfangen. Aber die Lastimpedanz hinten, die müssten wir auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und dann taucht da eben L und C drin auf. Und dann kann man zwischen dem Spannungsteiler und dieser Formel einen Koeffizientenvergleich letztendlich machen und kann daraus versuchen, sich im Prinzip die Werte von L und C zu bestimmen. So, und welche Probleme werden auftreten, wenn man das Filter praktisch aufbauen soll? Naja, das Problem, was wir auch schon an der vorherigen Rechnung gesehen haben, so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt tiefe Grenzfrequenzen haben will, dann brauche ich, also wenn ich die Grenzfrequenz klein machen will, wenn mein Filter schon bei tiefen Frequenzen filtern soll, brauche ich eben große Induktivitäten, große Kapazitäten. Und die werden einfach nachher irrsinnig groß. Und gerade wenn ich das dann für leistungselektronische Schaltungen baue, also für so einen Motor zum Beispiel im Energieversorgungsnetz, dann muss ja der Filter auch viel Strom tragen können. Zum Beispiel, ne? Also wenn ich dann irgendwie ein paar hundert Millihenry als Induktivität brauche und durch die Spule sollen jetzt aber gleichzeitig auch ein paar Ampere oder ein paar 10 Ampere durchfließen können, dann sind das riesengroße Spulen und riesengroße Kondensatorbänke. Also dann braucht man wirklich riesengroße Filteranlagen und dann ist so ein passiver Filter, tja, vielleicht auch nicht so richtig das Mittel der Wahl. Also dann kann ich natürlich entweder hergehen und kann sagen, in der Thyristorschaltung, ich nehme jetzt eben keine Thyristoren, sondern ich nehme MOSFETs, IGBTs, ich nehme Schaltelemente, mit denen ich schneller schalten kann. Ja, dann schiebe ich meine Schaltfrequenzen nach oben, dann brauche ich auch erst bei oberen Frequenzen zu filtern. Oder ich versuche eben, ja, das Problem direkt mit Leistungselektronik zu lösen und versuche eben einen aktiven Filter zu bauen oder eine leistungselektronische Schaltung zu bauen, die Störungen potenziell erzeugt, aber auch Störungen gleichzeitig versucht irgendwie wieder wegzufiltern. Aber so passive Filter bei tiefen Frequenzen zu bauen, ist keine wahnsinnig gute Idee. Okay. Eine Sache. Ja. Bei dem Messefilter ist ja allgemein diese Funktion Wurzel 1 durch. Das O und genau, also das war jetzt Butterworth. Ja, den war jetzt, meine ich Butterworth. Ja. Ich meine nur, wie auf die, wenn man n gleich 2 hat, steht da ja Omega hoch 4. Und wenn ich das auflöse, komme ich auf diese unteren Polynome. Genau. Okay. Also ich löse quasi nur diese Wurzel auf und dann komme ich da jeweils auf. Im Prinzip löst man nur die Wurzel auf und kommt auf diese Werte. Mit, ich meine, jetzt muss man sich hier überlegen, diese. Ist auch schon eine Weile her, dass ich mich mal mit den Sachen beschäftigt habe, weil was ist ja schön, aber was sagen mir jetzt diese AIs hier? Weil die tauchen ja hier in dieser oberen Formel nirgendwo so richtig auf. Also wenn ich das jetzt ausschreibe, ja, dann kommt da bestimmt sowas hin wie, ich habe eben 1 oder ich habe A1 plus irgendwas mal
Omega plus irgendwas mal Omega Quadrat plus irgendwas mal Omega hoch 3 und so weiter. Ja, und im Endeffekt, also for even orders, for odd orders, keine Ahnung. Ich hätte jetzt einfach hier dieses Polynom genommen und feuerfrei. Und also hier oben müsste man sich jetzt nochmal beschäftigen damit, wo genau tauchen eigentlich jetzt diese AIs und BIs auf in der Formel. Das sind diese Koeffizienten, die da vorstehen, dieses Wurzel 2 in 2 oder sowas da. Das sind diese Koeffizienten. Das sind diese Koeffizienten, aber so ganz explizit steht das jetzt hier nicht da, wie man jetzt, wie das hier oben mit dem hier unten zusammenhängt. Ja, nee, ich habe es mir nämlich selber mal angeguckt und das war noch so ein bisschen eine Frage, die ich hatte. Aber das ist mir, also ich glaube, das ist so. Ja, also. Ich meine, auch da kann man ja mal irgendwie ganz kurz lesen noch, was die Wikipedia zu der Thematik sagt. Koeffizienten, ja. So, also hier haben wir diese Übertragungsfunktion. Hier steht jetzt hier vorne natürlich das Quadrat, deswegen fehlt hier hinten die Wurzel. So, und dann... Genau, dann ist hier diese normierte Form, okay. Und dann taucht hier unten eben ein Produkt auf, immer, dass wir... AI mal P haben und BI mal P Quadrat und das P ist sowas, was wir vorhin immer hatten, Omega durch Omega 0. Ja? Also warum die das jetzt, warum, was jetzt schon wieder P ist, ja, warum ist die normierte Form P? Ja, also weil ich meine, hier oben, also das ist immer so, das ist ein bisschen uneinheitlich, ne? Es wäre immer schön, wenn man das mal einfach auf eine einheitliche Form bringen könnte. Also das Groß Omega ist eben Frequenz durch Grenzfrequenz. Das, was wir vorhin auch genau hatten in unserer Lösung hier. Ne? Das, was hier unten auftaucht. Das ist alles ganz wunderbar. So, und ob ich das nur mit Kreisfrequenz oder Frequenzen schreibe, alles wunderbar, das ist das Gleiche. Aber hier unten P, also meines Erachtens ist das P genau das Gleiche. Es könnte, na, vielleicht auch nicht, weil es könnte sein, dass das P einfach J mal Omega ist. Ja, dass in dem P eigentlich ein J Omega drin steckt. Weil irgendwo muss ich natürlich mal noch hier ein J mit reinbringen. Und I ist jetzt hier nicht die imaginäre Einheit, sondern I ist einfach eine Zahl. Und hier sind irgendwie diese Kosinustherme. Und das heißt, das ist ja alles reell. Das ist alles reell. Also ich würde vermuten, dass hier sowas steht wie AI mal J Omega durch Omega Grenz und so weiter. Ja, und ja, also vermutlich könnte man sich hier bei der Filterrealisierung auch direkt an diese schöne Förmchen halten und könnte eben sagen, so mal so ein Lucky Guess ist, ich rechne das C und L damit aus. Aber tja, ich meine, so Filtersynthese ist auch nochmal ein Feld für sich. Habe ich auch letztens gerade mal noch mit irgendjemandem diskutiert. Also gibt es ja auch ganze Bücher drüber, wie man jetzt irgendwie Filter zusammenbaut. Und ich meine, aufgrund dessen, dass wir viel Signalkommunikationstechnik digital machen, braucht man da Filter, also so ganz krasse analoge Filter wie früher, wo man ganz viel Schaltung eben in analog diskret aufgebaut hat, braucht man nicht mehr. Ich glaube, deswegen ist vermutlich auch viel Wissen und Know-how und so zu filtern, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, und es gab noch diese schöne Frage im Chat, gibt es Filter auch im Digitalen? Ja, also man kann Filter auch digital aufbauen. Ich glaube, da habe ich hier auch irgendwo so einen schönen Foliensatz oder in dem Foliensatz ist da was zu drin zu, wenn ich hier nochmal zurückspringe auf digitale Filter. Ja, aber digitaler Filter wäre eigentlich so, ich nehme AD-Wandler, dann filtere ich digital und dann wandle ich wieder zurück. Ja, und dann ist natürlich der Vorteil, dass ich in dem digitalen Filter machen kann, was ich will. Also da kann ich
beliebige Filterfunktionen realisieren, beliebig steile Filter realisieren, solange das sozusagen die Grenzen der, wie sagt man, Plausibilität nicht verletzt oder ne, also ich kann natürlich nicht, ich brauche immer Zeit, um zu filtern. Also ne, ich brauche ja Zeit, um eine AD-Wandlung zu machen, dann muss mein Filter ja im Frequenzbereich ne, irgendwie eine gewisse Kurzzeit-FFT machen, dann filtere ich, dann wandle ich wieder zurück und nicht Plausibilität, Kausalität, das ist das Wort, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also dass, solange das immer noch kausal ist, was hier passiert, dass ich keine Wirkung habe vor der Ursache, kann ich da eigentlich machen, was ich will. Und das ist auf jeden Fall auch sehr charmant. Ich meine, das versucht man auch in EMV mittlerweile zu nutzen. Ja, ich messe irgendwo, was ist denn mein Störsignal, dann so wie Noise Cancelling Headphones erzeuge ich mir ein Gegensignal, speise das ein und solange ich das alles gut und schnell genug mache, was bei tiefen Frequenzen ein überschaubares Problem ist oder zumindest ein lösbares Problem, funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und dann spart man sich eben riesengroße Induktivitäten, Kapazitäten und so weiter an der Stelle.